Das Freibad in Lunden. Seit 1954 wird das Bad gut besucht. Generationen lernten hier schwimmen. Auf den ersten Blick ist es im Top-Zustand. Leider sind die Anlagen total veraltet, was die Gemeinde jährlich wirklich sehr viel Geld kostet. Und da wollen wir jetzt Abhilfe schaffen und das erneuern, wenn das irgendwie möglich ist. Jährlich muss die Gemeinde einen fünfstelligen Betrag für Wartung und Instandsetzung aufbringen. 1986 wurde zuletzt umgebaut. Seitdem gab es hier immer nur Reparaturen. Peter Müller ist seit 20 Jahren Badebetriebsleiter. Ein Glücksfall für das Freibad, denn er ist technisch bewandert, hat unter anderem Maschinenschlosser gelernt, kann die Anlage oft mit wenigen Handgriffen bei Problemen wieder zum Laufen bringen. Aber so schlecht ist die Anlage auch nicht. Solange sie funktioniert, ist es ja gut. Solange sie funktioniert, aber wenn zum Beispiel wie heute die Chlorgasanlage streikt, dann weiß der 75-Jährige, dass ganz sicher der Faserfänger zu ist. Einmal das Sieb ausklopfen und die Anlage kann weiterlaufen. Er bringt sich ein mit der alten Technik, kennt er sich aus, er repariert auch schon mal selbst was. Also er hat die Technik gut im Griff. Doch nach der Saison ist für den eigentlich unersetzlichen Badebetriebsleiter Schluss. Wer soll ihm nachfolgen? Gute Frage. Er wird jetzt dieses Jahr wahrscheinlich seine letzte Saison hier bei uns haben, sodass wir also auch da Nachwuchs brauchen. Und das wird sehr schwer werden, weil Badebetriebsleiter sind nicht so einfach zu finden. Personalsorgen und veraltete Technik, das könnte das Ende für das Freibad in Lunden bedeuten. Das Freibad ist ein kulturelles Zentrum. Wenn das wegfallen würde, das wäre ja eine Katastrophe. Viele Schwimmbäder im Umkreis mussten schon schließen aufgrund von ähnlichen Problemen. Und die Kinder lernen hier schwimmen, die Senioren halten hier Kurse ab. Es ist ein Treffpunkt fürs ganze Dorf. Das wäre für uns alle katastrophal. Verein und Gemeinde wollen gemeinsam Fördermittel beantragen, die wohl die Modernisierungskosten von 1,6 Millionen Euro nicht decken werden. Es ist aktuell eine Kampagne online auf GoFundMe. Und da läuft jetzt die Crowdfunding-Aktion. Natürlich machen wir auch so kleinere Sachen vom Förderverein, dass wir eben Benefiz jetzt gerade versuchen auf die Beine zu stellen. Hier in Lunden wollen sie ihr Freibad unbedingt retten und sie hoffen auf einen Nachfolger für Peter Müller, damit auch die kommenden Generationen in ihrem Freibad schwimmen lernen können.